Ja, meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung, willkommen zurück zu einem neuen Learning by Doing. Ja, diese Seite kennt ihr bereits schon, denn das hatten wir ja mal in unserem Infotime-Video im letzten Jahr. Heute werden wir uns aber ein bisschen um das D2Welch-Adventure-System vorbereiten. Ich hoffe, ihr habt euch die PDF-File bzw. hier das Original D2Welch-Adventure-System-Projekt geholt. Ich werde natürlich versuchen, aus dem Buch zu lesen. Ansonsten habe ich hier noch die PDF-File. Da werde ich mal ganz kurz einblenden. Das wäre dann das hier. Es ist die PDF-Version, die ich auf meinem Kindle habe. Die Kindle-Version hier, wenn man sieht, meine Maus, ich kann die jetzt wunderschön ne, agieren. Deshalb werden wir auch hier dabei bleiben. Und ich freue mich schon tierisch drauf. Und es wird dann im ersten Part wird es eine ganze Menge Theorie. Es wird eine ganze Menge Gelaber geben. Es wird eigentlich nichts im Großen und Ganzen in diesem Programm zu tun sein. Und da haben wir wieder das, was braucht ihr, um so ein D42 Adventure-System, also so ein Adventure auf die Beine zu stellen. Als allererstes braucht ihr das D42 Adventure-System. Das habe ich mir runtergeladen bei protovision.games. Link dazu natürlich in der Beschreibung. Da könnt ihr es euch kostenlos runterladen. Das ist das gesamte Programm, die gesamte Diskette. Mehr braucht ihr nicht. Stimmt nicht ganz, ihr braucht nur eine Leerdiskette, die habe ich hier schon mal vorbereitet. Und natürlich braucht ihr auch ein Handbuch, entweder in der PDF-Version, die ihr jetzt hier zum Beispiel seht, oder natürlich, was mir natürlich lieber gefällt, hier in der Buchversion. Die PDF-Version ist zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, 2 € billiger, als ich es gekauft hatte. Ich hatte es nämlich für 7 € gekauft und das Programm, also die PDF-Version ist momentan für 5 € bei Amazon verfügbar. Wenn ihr keinen Amazon-Account habt oder einen Amazon-Account habt, aber sagt, wollt sagen, pass mal auf, wir möchten da aber denen nicht unsere Kontonummer geben, dann holt euch für 15 € irgendwo einen Geschenkgutschein, scannt den ein und dann habt ihr 15 € Guthaben, die ihr dann benutzen könnt, um dieses Buch zu kaufen. So, als allererstes würde ich sagen, wir versuchen ein bisschen auch was zu zeigen hier. Also ich versuche jetzt hier ein bisschen was zu zeigen. Und zwar, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Das Inhaltsverzeichnis, was werden wir in diesem Buch finden? Ich werde natürlich, wie gesagt, aus diesem Buch versuchen vorzulesen. Und wenn ich mal was nicht lesen kann, weil die Buchstaben so klein sind oder ich es halt nicht richtig lesen kann, werde ich mich nach der PDF richten. Ansonsten werde ich aus dem Buch zitieren. So, wir haben natürlich erstmal die Einführung mit dem Vorwort und Vorwort die zweite. Das Kapitel 1 werden wir uns also gemütlich durchfrühstücken, bevor wir jetzt zu Kapitel 2 gehen. Die PDF-File ist ein bisschen anders aufgebaut wie das Buch, weil hier steht schon Kapitel 2, das steht hier nicht. Wie gesagt, wir haben hier erstmal die PDF-Version, die ist ein kleines bisschen anders aufgeführt wie das Buch. So, also sie ist dasselbe Inhalt, aber halt ein bisschen anders aufgeführt. So, wir haben das Vorwort, Vorwort die zweite, die Mitwirkende haben wir dazu. Und dann muss ich hier ein bisschen weitergehen, weil jetzt geht es weiter mit die Programme im Paket. Was wir nicht haben, ist, da wir das Programm D2Welch Adventure System von der Webseite von Protovision runtergeladen haben, haben wir nicht die Musikdiskette. Es gibt nämlich noch eine Musikdiskette dabei, wenn man sich die Boxed-Version kauft. Ich habe die Boxed-Version nicht, würde sie mir aber auch irgendwann mal gerne kaufen. Also das fehlt uns. Dann sagen wir, ja, die Programme im Paket, dann die Bezugsquellen, wo was herkommt. Die Hardware- und Systemvoraussetzungen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, ohne zu spoilern, ist es ganz klar, ein 1541 oder ein 1541-2 und ein Commodore 64 oder ein Commodore 64C oder auch in umgangssprachlich ein C64-2 oder auch ein 128 in C64-Modus. Das könnt ihr natürlich auch benutzen, das ist auch kein Problem. So. Was du sonst noch brauchst. Natürlich, wie gesagt, was ich jetzt sagen kann, ist noch eine Arbeitsdiskette, mit der wir arbeiten können. Alle nötigen Dateien, die wir brauchen, finden wir hier drauf und die können wir eigentlich kopieren. Wie wir einzelne Dateien kopieren, das muss ich ja erstmal selber nachgucken. Das werden wir dann, wenn es soweit ist, nachgucken. So, was das System kann und was nicht. Was das System kann, ist ganz einfach. Es kann Adventures erstellen. Was es nicht kann, ist Nudeln kochen und ein Auto fahren. Das kann es auch nicht. Aber ich glaube, das dürfte bekannt sein. So. Und wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal hier, was hier abgeht. Wir gehen natürlich erstmal das Inhaltsverzeichnis durch und Kapitel 1. Wie gesagt, im ersten Teil, wenn es euch nicht interessiert, skippt weg. Wir werden hier noch ein bisschen Theorie machen, bevor wir uns an das System selbst dran setzen. Ich werde versuchen, natürlich ein bisschen aus dem Buch vorzulesen. Ich werde versuchen, nicht alles zu zeigen von dem Handbuch, denn ihr sollt euch ja das Handbuch holen. Und es ist immer interessant, dahin zu gehen und zu sagen, hier guckst du, machen wir so. Und wenn ich das Programm bearbeite, also ich werde auch ein Adventure erstellen, ein Test-Adventure,
Dann ist es folgendermaßen, und zwar, ihr werdet es genauso wie ich machen, und zwar wie ein Dulli ganz am Anfang mit ohne Kenntnissen, einfach nur vom Handbuch her testen und versuchen, im Trial and Error Verfahren. Deshalb heißt ja Learning by Doing. Ihr kennt mich, nicht? So, dann geht es geht los. Dein erstes Abenteuer, die Raummatrix. Ja, das hat nichts mit Keanu Reeves oder Carrie Ann Moss zu tun. Adventure-Entwicklung im Schnelldurchgang. So, wo bin ich jetzt hier? Ein Stapel Theorie, da bin ich ja noch. Aufbau der Raumfights, vor allen Dingen der Raumfights. Objekte und Objekten-Sprites, die allgemeinen Daten, die Flags, Auswertung und Spielbefehle. Spielerbefehle. Dann kommen wir in den Editor. Dort haben wir die Steuerung und das Menüsystem. Jetzt muss ich hier ein bisschen weitergehen. Für die Leute, die kein Buch haben. Dann haben wir die Tastatureingaben, das Diskmenü, Raum laden, speichern, speichern unter. Diskettenbefehl senden. Das ist aber etwas, wo ich immer sage, das verstehe ich nicht, Diskettenbefehl senden. Aber irgendwann werde ich es mal erklärt bekommen. Habe ich schon früher nicht verstanden, Diskettenbefehl senden. Was soll ich denn dem dann senden? Was soll ich dem dann befehlen? Ich habe es nie verstanden. So. Laufwerks wechseln, Directory anzeigen, Datei laden, speichern und löschen. So, dann sind wir hier. Alles klar, 4.3 existiert bei euch auch. Die allgemeinen Datenmenü, dann die Bedingungen, die Texte, die Objekte. Also ihr könnt ja da lesen, was hier alles steht. Die Raumbedingungen, die Raumtexte, die Raumbeschreibungen, die Bildbetrachten, die Musiknummer, und das wird für mich sehr interessant, weil ich habe noch kein Musikprogramm. Es gibt Musikprogramme, da muss ich mich aber noch ein bisschen hinten dran fuchsen. Wir haben aber auf dem D42 Adventure System haben wir Musikstücke drauf. Die sind sogar genehmigt, dass wir die benutzen dürfen. Steht auch nachher hier in der Anleitung drin. So. Dann Norden, Süden, Westen, Osten, löschen etc. Das Raummenü. Dann editieren und Bedingungen. Also dann kommen wir quasi hier an editieren der Spiellogik, editieren der Bedingungen, editieren der Aktion. Werden wir alles, wenn wir soweit. Momentan hört sich das alles an wie böhmische Dörfer, aber wir werden es ja in einem Trial-and-Error-Verfahren machen und ich freue mich schon richtig drauf. Ja, kopieren, einfügen, löschen der Bedingungen, dann die Aktion, Gegenstände im Besitz, löschen im Besitz, Gegenstände im Raum, löschen im Raum, Flex setzen und löschen, Meldungen anzeigen, Allgemeinbedingungen anzeigen, Allgemeinmeldungen anzeigen, Sprung zu Raum, Game Over, Endsequenz laden. Warten auf Tastendruck. Dann haben wir die Tipps, das sind die Objekte, dann die Räume als Szenen, dann Auslagerung der Texten und Extraräume, dann die Verwaltung von Objekten im Spiel, dann gehen wir mal hier eine Seite weiter, dann sind wir natürlich bei Vorsicht beim Platzieren von Objekten in einem Raum. Anzahl der Objekte begrenzen, mehrere Objekte gleichen Namens, Tipps, Tricks mit Sprites. Verwendung von Raum- und Allgemeinbedingungen, Beeinflussen von Bedingungswerten, Zahlen etc. pp. Dann haben wir hier den Player im Optionsmenü, Speichern, Laden, Musik, der Lader, also der Loader, wie man so schön sagt, nicht? Der Endsequenz-Generator, Endsequenz-Testen, Bild in den Speicherladen, Namen, Zeichensatzladen, wo sind wir dann jetzt hier? Neuen Zeichensatzladen, Musik ab 1000 laden, das ist wichtig. Die Musik, wenn wir sie schreiben, müssen wir sie ab dem Befehl $1000 machen. So, dann haben wir natürlich noch die Positionsparameter, die Farbeinstellungen, die Scrolltext, die Endsequenz, der Tracklord-Generator, da wird auch eine ganze Menge drüber erklärt. Vorbereiten der fertigen Version, Schlusswort, dann haben wir noch die Datenstrukturen, Raum- und Allgemeindaten. Die Objektdaten, die Bedingungen und Aktionen, die Tracklore-Tabelle und die wichtigsten Unterschiede zum D4. Jetzt werden einige fragen, was ist das D4? Das ist natürlich der Vorgänger dieses Systems, weil es gab noch ein D4-Adventure-Programmiersystem. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt hier, ich werde immer nur noch die Seiten zeigen jetzt, die noch Bilder beinhalten. Das beinhaltet zum Beispiel das nächste hier. Wir sind hier in der Anleitung. Und ich lese euch das Vorwort vor. Wie gesagt, wir haben jetzt am Anfang ein bisschen Theorie. Ein bisschen viel Theorie. Ich habe es auch jetzt ein bisschen abgerattert. Ja. Huch, Licht.
Ja. Es war einmal vor langer Zeit, gegen Ende der 80er Jahre, als Kleinanzeigenmagazin namens Computerflohmarkt oder auch CF. Was habe ich denn da geschrieben? Es war einmal vor langer Zeit, gegen Ende der 80er Jahre, ein Kleinanzeigenmagazin namens Computerflohmarkt. Nur etwa die Hälfte der Zeitschrift bestand aus den erwarteten Suchbieter Kleinanzeigen für alle möglichen Systeme. Ich glaube, den Computerflohmarkt kenne ich sogar noch. Daneben gab es einen regen Austausch zwischen den Lesern, die kurze Beiträge in Anzeigenform schrieben. Die Form, in der ein Forum, Patrick, lest doch, was da steht. Ein Forum in einer Zeit, da müsst ihr auch ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe viele Lesefehler. Vor allen Dingen, ich kann es nicht richtig entziffern. Und dann gehen wir gleich hier rüber. So, wir werden dann doch hier rüber gehen, dann kann ich es besser lesen. Ich habe Probleme. Es tut mir leid. So, daneben gab es auch einen Austausch zwischen den Lesern. Kurze Beiträge in Anzeigenform geschrieben. Ein Forum in einer Zeit vor der Verbreitung des Internets. Mit einer Antwortzeit von nicht mal 4 Monaten. Einige der Pseudonyme aus den Laberrunden, Laberrubriken, Patrick, kam Anfang der 90er auf die Idee, der Zeitschrift und der Redaktion ein Adventure-Spiel zu widmen. Tobias Erbsland, mit einer der Schreiber dieses wunderschönen Buches, schrieb zu diesem Zweck die erste Version des vorliegenden Systems. Aus dem CF Adventure wurde nichts bis auf zwei Demo-Versionen, Abbildung 1 und Abbildung 2. Das werden wir gleich hier. Das hier ist Abbildung 1.1. Dr. Tobias entwickelte das System weiter mit dem Ziel, es zu vermarkten. 1994 lag eine weitere erweiterte Version vor, die über die Firma Independent Software vertrieben werden sollte. Zu der Zeit hatte Volker Rust, Grüße gehen raus, denn der junge Mann hat nämlich gesagt, ich soll hier ein Tutorial machen daraus. Learning by Doing. Ja. Gerade ein eigenes Adventure geschrieben, und zwar Leisure Suit Leo. Moment, stopp, das war von mir. Das war nicht von ihm, das war von mir. Das weiß ich ganz genau. Ich habe es geschrieben, weil ich habe gesagt, es muss jetzt Leisure Suit Larry geben, aber wir mussten ja wegen Copyright-Probleme. Und deshalb habe ich gesagt, wir machen dann Leisure Suit Leo. Das ist viel geiler. Und ja. So. Ja, nee, das mit der jetzigen Zeit, wenn ich da mit dem künstlichen Licht, dann habe ich Probleme. Deshalb, ich hoffe, lieber Volker, ihr habt nichts dagegen, dass ich das hier mal so ein bisschen rausprügel. Gerade ein eigenes Spiel. Dieses Spiel war in Basic realisiert worden und recht einfach gestalten. Und da würde ich mal gerne die Version in Basic sehen. Ich hätte die gerne mal gespielt. Der Nachfolger, Leisure Suit Leo 2, wurde wieder zunächst in Basic programmiert und stand bereits kurz vor der Vollendung. Version Abbildung 1.3. Da kommen wir gleich dazu. Und zwar, ich habe ja Leisure Suit Leo 2 in C64 First Look gezeigt. Und Dankeschön an Out of Order Softworks, dass ihr mich da ein bisschen auf Facebook ein bisschen ja, geworben habt. Als Volker Rust das D4 entdeckte, setzte das Spiel dann komplett neu um. 1995 gründete er die C64-Gruppe Out of Order mit Coder Stefan Lech, auch der ebenfalls Mitbegründer dieses wunderschönen Buches, nicht? Wir wollen ja hier Stefan Lesch und Tobias Erbsland, das sind die beiden, nicht? Der Dizzy Devil, der programmierte Intro, Abbildung 1.4, Endpart und weitere Kleinigkeiten und die Engine des D4-Systems herum. Am Ende 1997 erschien das Adventure. Das ist das Demo-Adventure vom CF. Das hatte ich, glaube ich, mal laufen lassen. Das ist schon lange her. Und hier haben wir in der Abbildung 1.2 Ludwig Mystify, das Demo-Adventure zum D4-System. Und das Spiel ist auch hier auf dieser Diskette drauf. Das ist sogar sehr gut, denn hier können wir hingehen und können das Spiel mal später, das zeige ich euch, ein bisschen zerlegen und gucken, wie was gemacht wurde. So, ganz nett die Hütte. Ja. Und da haben wir jetzt Leisure Suite, die unveröffentlichte Basic-Version von Leisure Suite Leo 2. Und das würde ich gerne mal ohne Scheiß sehen. Moment, das muss ich gerade gucken. Okay. Leo 2 war das erste umfangreiche Spiel, das mit dem System entwickelt wurde und in dem neben den Stärken leider auch einige Schwächen sichtbar wurden.
Das ist aber normal. Man hat so eine Idee. Ich habe ja auch zum Beispiel jetzt eine Idee, auf Basic ein Adventure zu programmieren, also ein Quiz zu programmieren, wo ich sage, das hat die und die Vorteile, es hat aber garantiert irgendwelche Schwächen auch. Und da deshalb habe ich ja die Testleute, die das nachgucken sollen. Ein öffentliches Manko war das Fehlen von Speichermöglichkeiten auf Disk. Aber es gab noch weitere Beschränkungen, um den Spieldesigner viel auffielen. 2004 fing Stefan Lech an, das System zu überarbeiten. Ein Großteil der Spielengine, das sogenannte Player, wurde umgeschrieben. Der Editor wurde ebenfalls in vielen Punkten erweitert. Was ich aber auch schon gehört habe, ist, dass man den Player selbst umschreiben kann, so, wenn ich es richtig verstanden habe, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Die neuen Features und die Änderungen sind im Anhang B näher beschrieben. Das Originalanleitungsheft wurde ebenfalls umgeschrieben und angepasst. Ein Teil des Programmierpakets wurde unverändert übernommen, nämlich der Endsequenzgenerator, ein kleiner Demo-Maker. Dann haben wir hier noch das Intro, das D4-Version von Leisure Suit Larry 2. Welcher Satz hört man auf jeden Fall beim Explosiv auf RTL 2? Ich bin Barbara Ehligmann. Meerschweinchen gründen Staatssekte. Sie können mich mal. Oder die Oma war, meine Oma war pervers. Natürlich C natürlich, ganz klar. Sie können mich mal, sagt sie immer wieder. Die sagt nicht, willkommen zu Explosiv. Mein Name ist Barbara Ehligmann. Nee, das sagt ihr nicht. Die sagt, willkommen zu Explosiv. Sie können mich mal. Zwei Spüler, eine Meinung. Ich pfeife auf sie. So, in der Zwischenzeit haben Volker Rust und Thomas Hebel, Entschuldigung, Alter, da war ich jetzt ein bisschen schnell gewesen. Thomas Hebel, ich wusste gar nicht, dass noch andere Personen da mit involviert waren. Zwei weitere Spiele mit dem System erstellt, die nicht ganz ernst gemeinte Fantasy Game und ein Krimi. Ich muss gerade gucken, wie die Dinger heißen. Vielleicht hole ich mir die auch mal und spiele die mal durch. Diese Spiele sind schon recht weit gediehen und werden hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft erscheinen. Sie werden eine andere grafische Benutzeroberfläche haben als die hier mitgelieferte Engine, aber dasselbe Kernprogramm nutzen. Weiterhin soll das Spiel Leo 2 in einer aktualisierten Fassung veröffentlicht werden. Nähere Infos gibt es unter der Webseite www.out-of-order.info. Und nun nimmt sich Dizzy Devil nimmt und nimmt So, und nun nimmt euch Dizzy Devil mit auf eine Zeitreise zurück ins Jahr 1994, als Tobias Erbslanz die ersten Zeilen des ursprünglichen Anleitung schrieben. Und damit kommen wir jetzt zur zweiten Anleitung, also Vorwort die zweite. Wie gesagt, das Problem ist momentan, ich kann das mit diesem Licht nicht so gut lesen. Ja, meine Augen werden immer schlechter. Ja, Tag, normalerweise ist ein Vorwort ziemlich trocken geschrieben und meist gar nicht zum Lesen gedacht. Bitte? Ja, ich muss jedoch von dieser vertrauten Regel eine Ausnahme machen und einige wichtige Dinge zu dem von dir erworbenen Programm erläutern. Erstens, das Programm habe ich kostenlos runterladen, weil ich kriege die Boxed-Version nicht. Das hier habe ich erworben und das hier habe ich erworben. Aber ich glaube, damit unterstützen wir natürlich Out of Orders genauso gut. Und ich hoffe, dass das bei mir einigermaßen gut funktioniert. Ich meine, Basic Lernen habe ich auch die Hälfte nur verstanden. Nun bist du mit dem Editor und Player in der Lage, ein Adventure zu erstellen. Klasse! Wir machen jetzt hier Monkey Island 6 auf dem C64. Ja. Das mit den kommerziellen Programmen mithalten kann. Du solltest jedoch die Anleitung auf jeden Fall durchlesen. Kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, kauft euch bitte die Anleitung in der Printed-Version. Kostet ein bisschen mehr als die PDF-Version. Aber ist es auch definitiv wert, weil es ist was Schönes, das ist im Schrank stehen zu sehen. Klasse. Ja. Du solltest die Anleitung auf jeden Fall durchlesen, denn sonst garantiere ich dafür, dass du mit deinem Adventure nicht zufrieden sein wirst. Ich glaube, ich kriege noch nicht mal ein Adventure auf die Kette. Ja.
Ein Adventure ist mit viel Arbeit verbunden und du verbringst dafür schlaflose Nächte. Nee, das mache ich nicht. Ich werde nachts schlafen, keine Angst, aber wir werden viel, viel, viel länger brauchen. In denen du neue Gags und Ideen ausdenkst, lies diese Anleitung bitte erst einmal durch und befolge sie Schritt für Schritt. Das werden wir auch tun. Wir werden uns das Ganze hier angucken und Schritt für Schritt durchgehen. Deshalb Learning by Doing. Zu einem brauchbaren Adventure zu gelangen. Die Vorbereitungen sind am schwierigsten, das ist klar. Jedoch kann man sie nicht weglassen, das ist richtig. Erstens, ihr müsst euch natürlich überlegen, was für eine Art Adventure macht ihr. Science Fiction, Fantasy, Krimi zum Beispiel oder Handmade. Jetzt habe ich vergessen, wo ich bin. So. Da muss man sich das natürlich überlegen. Hat man jedoch eine gewisse Vorarbeit geleistet, wird die Arbeit am Adventure immer einfacher und steigt sogar bis in den Freudebereich an. Hast du dein Adventure als fertig erklärt, bist du so motiviert, dass du gleich ein zweites Adventure beginnen willst. Wenn du schon mal ein eigenes Game gemacht hast, dann kennst du diese Motivationskurve Sucht. Andernfalls bitte ich dich, mir zu vertrauen, denn ich mache das schließlich nicht zum ersten Mal. Habe dir doch mit diesem Kit den Hauptteil der Arbeit schon abgenommen. Ich freue mich immer über Kreationen, die mit meinem System erstellt worden sind. Ja, und das kenne ich, diese Motivationskurve. Ich sehe, wie gesagt, nochmal, ich programmiere ja momentan mit meinen sehr, sehr schwachen C64 Basic-Kenntnissen programmiere ich ja selbst momentan noch ein Quiz. Und je mehr ich mache, je mehr ich sehe, das funktioniert. Der Score funktioniert, die Fragen funktionieren, die Antworten kommen, wie sie sollen. Das sieht einigermaßen okay aus. Es geht in das Menü, ich kann von dem Menü überall hinspringen. Das macht unheimlich viel Laune. Und deshalb, es stimmt schon, wenn man was programmiert oder ja, man programmiert schon irgendwo ein Adventure. Man nutzt zwar ein Hilfsmittel, aber das machen die meisten mit Unity und dem ganzen anderen auch. Deshalb, man kriegt schon richtig Bock, da weiterzumachen. So, mitwirkende Originalsystem, Endsequenz-Editor, Musiken, ursprüngliche Anleitungen natürlich von Tobias Erbsland. Grüße gehen raus. Erweiterungen des Editors, des Players und der Anleitung von Stefan Lech. Auch da gehen Grüße raus. Viele Anregungen, Praxistests und System von Lektorat, Volker Hust und Thomas Hebel. Auch an diese beide eine schöne Grüße. Grafische Benutzergestaltung, Satz und Layout des Buches. Jim Schürmann, Volker Rust, Thomas Hebel und Stefan Lech. Schon wieder ein neuer Name, den ich nicht kenne. Logo sowie Coverentwürfe von Mark Colling. Titelfoto gemacht von Volker Rust, Modell Sandra. Also ich weiß jetzt schon mal, wie die alte hier heißt. Sandra, das ist schon mal viel wert. Ich glaube, die hat auch solche Lieder gesungen wie Hi, Hi, Hi oder Hiroshima oder Everlasting Love. Das hat die, glaube ich, alles gesungen. Nee, warte, das war eine andere Sandra. Nee, ist ja auch egal. Jedenfalls, Kapitelaufmachbilder von Philipp Bergmann. Und jetzt kommt ein Name, oh Gott. Ich will den ersten Namen Clausio. Ich hoffe, ich habe ihn falsch ausgesprochen. Santos dos Reis. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ich bitte um Entschuldigung. Und Volker Rust und die Grafiker der CF Adventures. Beispiel Adventure Ludwig, Mystic-Fi von Johannes Rinderer. Story Tobias Erbsland, Grafik und Musik. Dante, Pioneer, Billy the Bit und CC65, eine C-Toolchain, deren Assembler und Linker für diese Software benutzt werden von Ulrich Bass. Basewitz, cc65.org. Ich habe jetzt den letzten Artikel, den letzten Abteilung hier oben, das CC65, überhaupt nicht verstanden. Fand es aber gut. Ja.
Und jetzt die Programme im Paket. Das D42-Adventure-System besteht, also das D42-System besteht aus vier Programmen. Es ist der Editor, es ist der Player, es ist der Endsequenz-Generator und es ist der Tracklord-Generator. So, wir gehen mal zurück und gucken uns das Ganze an. Mit dem Editor erstellst du das Spiel, du definierst die Spiellogik, du erstellst die Texte, bindest Grafiken und Musik ein. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen unsere Benutzeroberfläche, unser GEOS, unser Windows, mit dem wir arbeiten, was ich ganz gut finde. Der Player ist die Spielengine, mit der du das Adventure jederzeit spielen kannst. Du benutzt ihn während der Entwicklung, zum Testen, und er wird dem fertigen Spiel hinzugefügt. Das ist eigentlich ganz gut, weil mit dem Player können wir dann auch wirklich probieren, was haben wir jetzt da in dem Spiel gemacht, hat das irgendwie funktioniert. Genauso wie ich immer mein Quiz immer wieder mal hingehe, neu starte, von vorne starten, okay, der Name wird eingefügt und wird die Highscore gespeichert, wird die Highscore geladen, etc. pp. Und das mache ich auch immer wieder und deshalb werden wir auch sehr viel mit dem Player arbeiten. Wir werden sehr oft dieses Spiel, dieses Testspiel, das wir dann beginnen, werden wir dann sehr, sehr oft testen mit dem Player. Der Endsequenzgenerator, hiermit kannst du einen Abschluss für dein Spiel erzeugen, einen Abspann, so wie bei einem Film. Es handelt sich um einen kleinen Demo-Maker, in dem man ein Bild und eine Musik laden und einen Text vorgeben kann, der dann als vertikaler Scroller angezeigt wird. Finde ich eine ganz nice Sache, da freue ich mich schon drauf. Der Tracklord-Generator, dieses Programm erzeugt eine Tabelle mit den Positionen der Spieldateien auf der Diskette. Zum einen lässt sich damit beim fertiggestellten Spiel das Nachladen beschleunigen. Das ist eigentlich sehr gut, da brauchen wir keinen Fastloader. Zum anderen brauchst du es schon bei der Erstellung, um dein Spiel zu testen, sobald es mehr als eine Diskettenseite belegt. Wir werden jetzt nicht anfangen, hier 20 Diskettenseiten mit Monkey Island 12 zu machen oder mit Maniac Mansion 4. Wir werden jetzt erstmal versuchen, ein kleines Test-Adventure zu schreiben. Das wird erstmal auf einer Diskettenseite funktionieren, hoffe ich jedenfalls mal. Und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Bei dem Editor und dem Player gibt es deutschen und englischen Bildschirmticks, allerdings nur für PAL-Geräte. Zusätzlich ist eine Debug-Version des Players enthalten, die vor dem Start auf dem Tastendruck wartet. Nützlich beim Testen mit einem Emulator. Und beim Laden von Files den Namen ausgibt. Dann wisst ihr immer, der Debug-Emulator, also der Debug-Player, ist halt der, das halt immer wieder, ich lade jetzt den Track, ja, machst du. Oh, jetzt hätte ich gerne das Hintergrundbild geladen. Ja, mach das. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Bezugsquellen, das aktuelle Programm, das Programmpaket, kannst du von unserer Webseite herunterladen. Da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Ja, wenn man auf diese Webseite geht, die hier angegeben wird, dann kommt man automatisch auf die Facebook-Seite von Out of Order Softworks. Also die Webseite himself existiert scheinbar nicht mehr. Aber man kommt hier, sage ich jetzt mal, hier auf die Facebook-Seite von Out of Order Softworks. Und da ist ja so First Look oder erstes Date, der YouTuber, der Retro-YouTuber Patrick Patul meets Leisure Suite Feuerstein. C64 First Look, Leos, habe ich ja schon gesagt, The Secret of Maniac Island. So, das sind eine ganze Menge, nicht, sind dann drauf, ich freue mich. Ja, und eine ganze Menge Berichte. So. Gut. Das sind wir wieder. Wie gesagt, also die Seite wird automatisch auf die Facebook-Seite verlinkt. Dort findest du auch den Quelltexten. Du kannst also Verbesserungen vornehmen und dein eigenes Spiel eigenes Aussehen verleihen. Das geht natürlich jetzt nicht, weil die Quelltexte sind, glaube ich, woanders jetzt gespeichert. Mein Stuhl knarzt wie eine Sau. Ich brauche irgendwann einen anderen Stuhl. Das System ist Freeware. Das Handbuch und das E-Book sind im Handel bzw. im Internet erhältlich. Link dazu in der Beschreibung, den Amazon-Link. Es ist kein Raffling, ich kriege dafür kein Geld. Also könnt ihr ruhig ohne Bedenken draufklicken, ich kriege hier einen Cent dafür. Für Sammler gibt es darüber hinaus die limitierte Edition bei Protovision mit Box und Originalsystemdiskette und bedrucktem Handbuch. Das bedruckte Handbuch habe ich bereits, die Box hätte ich gern und diese Webseite stimmt nicht mehr. Und zwar ist es protovision.games, mehr nicht. Also Link dazu auch in der Beschreibung.
Die Hardware und Systemvoraussetzungen. Das System läuft auf einem C64 oder und 128 im C64-Modus, wie ich eben gesagt habe. Der Editor unterstützt bis zu 4 Floppy-Laufwerke mit Gerätennummern 8 bis 11, was bei größeren Adventures ziemlich nützlich sein kann. Alle Diskettenzugriffe des Editors laufen über die Kernel-Routine. Deshalb sollten zum Beispiel auch die CMD-Floppies und andere Geräte wie Festplatten funktionieren. Da ich weder eine CMD-Floppy noch Festplatten noch irgendwas habe, ich arbeite nur mit Diskettenlaufwerk und Datasette. Man kann nämlich auch das auf Datasette speichern, das Spiel. Die Files sind allesamt nicht sehr groß, jedoch ist ein Speedermodul von großem Nutzen, also Final Cartridge 3. Bei mir funktioniert es ja nicht. Das hat aber nichts mit dem Programm zu tun. Das hat damit zu tun, dass mein Floppy-Laufwerk mit dem Final Cartridge-Modul Probleme hat und sagt immer, nee, das mag ich nicht. Ich hatte ja mal ein anderes Diskettenlaufwerk, das hat funktioniert, aber irgendwann hat das Diskettenlaufwerk seinen Geist aufgegeben und ich musste mit diesem Diskettenlaufwerk vorlieb nehmen. Deshalb freue ich mich auf das nächste Diskettenlaufwerk, das ich mal kriegen werde. Erkannt und unterstützt wird das Modul Action Replay, erkennt das Programm selbiges Modul, wird der Lader des Moduls automatisch eingeschalten. Andere Utility Freezer Speeder Module können Probleme machen, unter anderem das Final Cartridge 3 und das Retro Replay. Hier unter Umständen nur manche Softwareversionen. In diesem Fall sollte auch den Laden und vor dem Starten des Editors Players das Modul deaktiviert werden. Beim Final Cartridge Modul ist es zum Beispiel der Befehl Kill und dann ist das Befehl, dann ist dieses Ding draus, aus. In diesem Fall soll das deaktiviert werden. Der Editor läuft unter Wise auch ohne True Drive Emulation. Der Player benutzt einen Fastloader zum Laden und die Kernel Routine zum Speichern. Deshalb sollten Module nach dem Laden abgeschaltet werden. Was du sonst noch brauchst. Neben all den technischen Voraussetzungen braucht man sicher noch einen Grafiker. Es sei denn, man kann es selbst. Falls man die Bilder nicht selber malt oder konvertiert. Da muss ich mich aber auch noch rausfriemeln, wie wir das am besten machen. Dass wir PC-Grafiken quasi rüber konvertieren können, dass wir nicht immer alles selber pixeln müssen. Wir werden aber schnell was Kleines zurecht pixeln mit Amiga Paint, mit Corella Paint, das habe ich nämlich. Und da werden wir uns ein bisschen nicht. Ja, die Bilder dürfen maximal 12 Char-Seiten von oberen Rand groß sein, entspricht 96 Pixelzeilen und sollte im Format von Koala Painter, Amiga Paint oder Paint Magic vorliegen. Also ich habe Koala Painter, damit komme ich ziemlich gut voran. Notfalls wandelst du erst die Bilder mit einem Konverter um. Achte beim Erstellen der Bilder darauf, dass keine Objekte, Personen oder Gegenstände eingezeichnet werden, die während des Spiels verschwinden oder vom Spieler mitgenommen werden. Wenn du solche Objekte anzeigen willst, kannst du sie mit Hilfe von Sprites darstellen. Diese Sprites wird nicht mehr angezeigt, sobald das Objekt einmal aus dem Raum entfernt wurde. Zum Adventure gehören weiter auch eine oder mehrere Musiken. Am besten sucht man sich einen guten Musiker oder man geht unter csdb.dk, sucht da Musiken, die einem gefallen. Und man sieht ja meistens, wo die Startseiten sind. Oder wenn man jemanden kennt, nicht? Sagt ihm Bescheid. Für das Adventure schreibt, komponiert. Findet man keinen, der diese Arbeit übernimmt, so kann man auch einen Song aus dem Demo-Adventure verwendet werden. Soll das Ganze jedoch vermarktet werden, so darf man den Punkt Musik auf keinen Fall vergessen. Die Musik darf maximal den Bereich 1000 bis 25 FF belegen. Der Init-Aufruf muss bei 1000 und der Play-Aufruf bei 1003 liegen. Und das ist eigentlich ganz wichtig, wenn ihr solche Sachen zum Beispiel bei csdb.dk sucht, dass ihr da auch mit drüber... Nicht? Wer dieses nicht versteht oder meint, es ist eine Frage des Dollars oder des Euros. Er sollte diesen Satz und die weiteren Informationen abschreiben und demjenigen zukommen lassen, der die Musikstücke für das Spiel generiert. Nähere Informationen zu den Voraussetzungen und an die Musik befindet sich zur Beschreibung des Players in Kapitel 6. Da sind wir aber noch nicht. Ein bisschen sollte man den C64 aber schon kennen.
Es ist jedoch nicht Voraussetzung, aber es erleichtert die Sache um einiges. Ich gehe einmal davon aus, dass du in Basic programmieren kannst. Ich? Ich? Bisschen. Und dich mit Laden, Speichern und Löschen und Kopieren von Files auskennen. Laden, Speichern und Löschen, ja, kopieren noch nicht. Soweit ich weiß, brauche ich für ein Kopieren ein zweites Laufwerk. Ich müsste noch rauskriegen, wie das kopieren kann mit einem Laufwerk. Wie das funktioniert, steht auch im C64 Handbuch. Das habe ich. Ich hoffe aber, dass die Anleitung auch für Laien durchaus verständlich ist und keine allzu großen Unklarheiten bleiben werden. Das werden wir sehen, denn ich habe von nichts eine Ahnung. Und das weiß man ja, wer meine Basic-Kurse mitbekommen hat. Ich habe von nichts eine Ahnung. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Schließlich sollte man einen Testspieler suchen, der nicht gleich das Adventure weiter kopiert. Das Testen ist sehr wichtig, da dadurch meist die Fehler gefunden werden, die man selbst nicht entdeckt hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Zusammenarbeit mit einem Testspieler gegenwärtigen Geschlechtes, ist man eine Frau, also ein Mann und andersrum, sehr harmonisch verläuft. Ja, dazu möchte ich eigentlich sagen, und zwar, wenn ich anfange, etwas zu testen, ich teste das meistens selbst. Warum? Ganz einfach, hat man bei Eckhard Borkhardt gesehen. Der Eckhard hat nämlich zum Beispiel in seinen Evi10-Spielen bei Dunkle Katakomben einen Raum gehabt, den er als Pseudo-Bug-Raum gesehen hat. Und keiner der Spieler oder keiner der Tester hat da was gefunden. Und der Onkel Patrick ist dann hingegangen, hat einmal Sachen gemacht, die man überhaupt nicht machen sollte, weil das ist ja schon so. Und daraufhin hat es dann gemacht, Klatsch, und der Patrick hat da mal einen Bug-Raum draus gemacht. Also der Pseudo-Backraum ist ein richtiger Backraum draus geworden. Ja, ich kriege nämlich alles klein. Deshalb. Also ich teste die meisten schon selber. Aber es gibt auch Leute, die sich dann immer das Test angucken können. So. Ein Kollege oder ein Freund als Testspieler ist auch eine gute Idee. Das Problem ist nämlich, mein Kollege, den ich habe, der hat keinen C64, der interessiert sich auch dafür nicht. Mein Arbeitskollege. Die erste Entwicklungsphase schafft man zu zweit schneller als nur mit einem Hirn. Da ist aber nichts. Da ist niemand. Keiner da. Bin allein. Was das System kann und was das System nicht kann. Das System erlaubt dir, ohne Programmiererfahrung ein Adventure zu erstellen. Das ist einigermaßen richtig. Und einigermaßen falsch, weil wenn man am Anfang da steht und sagt sich, ja, man weiß nämlich nie, wie man anfangen soll. Dazu ist das Handbuch eigentlich schon sehr gut geeignet. Als ich am Anfang da gestanden habe, habe ich auch gesagt, was mache ich? Wie mache ich das am besten? Und da habe ich mir die PDF-File runtergeladen und dann habe ich so ein bisschen Erfahrung gekriegt. Und bietet Automatismen, die das Erstellen eines lauffälligen Spiels grüßt leichter macht. Die Räume sind in einem Raster angeordnet. In jedem Raum können vier Himmelsrichtungen freigegeben oder gesperrt werden. Das ist sehr gut. Dann wissen wir nämlich immer, das sehen wir ja bei der EW10-Spiele immer, wo wir hingehen können, wo nicht. Das Spiel reagiert entsprechend auf die Richtungsbefehle. Die Räume werden nachgeladen, Raumbilder und Beschreibungstexte werden angezeigt und die zugeordnete Musik abgespielt, wenn wir den haben. Für jeden Gegenstand gibt man an, ob er tragbar ist oder nicht. Und das Spiel reagiert dementsprechend, die Befehle nimmt und verliert. Auf die Befehle nimmt und verliert. So. Für alle anderen Befehle gibt es das Spiel eine passende Standardantwort aus. Für alle Reaktionen des Spiels, die von diesen automatischen Reaktionen abweichen sollen, müssen von dir festgelegt werden. Also, wenn wir eine Person mitnehmen können, einen Frosch oder so, keine Ahnung, dann müssen wir das angeben. Es gibt aber auch einige Beschränkungen. Die Verben und die automatischen Reaktionen darauf sind festgelegt. Das können wir dann nicht ändern. Die Datenstrukturen des Spiels sind relativ statisch. Dadurch sind die Anzahl der Räume, Objekte und Texte, aber auch die Anzahl von Komplexität der Abfragen und Reaktionen begrenzt. Es sind aber durchaus umfangreiche Spiele möglich. Siehe das Camp, The Methodist etc. pp.
oder Leisure Suite Leo zum Beispiel. Das Erscheinungsbild des Players lässt sich nicht anpassen. Du kannst dir die Quelltexte herunterladen und ändern und auch deinen eigenen Player-Programm schreiben. Die Datenstruktur sind im Anhang dokumentiert. Das ist das, was ich gesagt habe. Man kann sich, glaube ich, in einen eigenen Player zusammenbasteln. Die Variablen des Spiels sind lediglich Flags, die den Zustand an oder aus kennen. Es gibt keine numerische Variablen und keine Zählerbefehle. Das heißt, es gibt nur ein Objekt und nicht 12 Objekte. Die Objekte im Spiel kennen keine Zustände. Eine gefüllte, eine leer getrunkene und eine zerbrochene Weinflasche müssen als getrennte Objekte abgelegt werden. Das heißt, wir können nicht jedenfalls hingehen und können sagen, das Glas ist leer, da füllen wir jetzt das rein, dann ist es ein gefülltes Glas. Das funktioniert nicht. Wir müssen dieses leere Glas und das gefüllte Glas als zwei separate Sachen machen. Das habe ich verstanden, steht ja auch da drin. Und ich weiß, für viele Leute so, das habe ich jetzt aber auch verstanden. Ja, Entschuldigung. Wir haben ja gesagt, wir machen das Learning by Doing, wie ich das dann, ne? Dass man auch, ne? Dass ich es auch selber für mich, das ist für den Zukunftspatrol. Objekte haben kein Gewicht oder Volumen, es gibt keine Behälterobjekte. Es gibt keine Befehle mit Platzhaltern für Objekte wie verschiebe das im Befehl genannte Objekt ins Inventar oder zeige den Beschreibungstext für das Objekt des Befehls. Es bedeutet, dass zum Beispiel Reaktion auf Untersuche für das Objekt extra kodiert werden muss. Das habe ich jetzt wiederum nicht verstanden, werden wir aber hoffentlich mal im nächsten Kapitel, und das wird dann unser nächstes Kapitel sein, im nächsten Part. Kapitel 2, es geht los in Assassin's Adventure, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich hoffe, ihr seid mit mir, ihr seid bei mir. Ich, wie gesagt, ich werde sehr viel stolpern, ich werde sehr viel rumkrakeln, rumhupsen und alles. Da seid mir nicht böse, wenn wir uns da, wie gesagt, ein bisschen dran machen. Ich mache das Ganze, wie wenn ich es für mich lernen würde, mache es halt offiziell, und damit machen wir ja auch, wie beim Basic-Kurs, einen Online-Kurs. Ich hoffe, lieber Volker, ich werde dich nicht enttäuschen. Lieber Stefan, ich werde dich nicht enttäuschen. Lieber Tobias und lieber andere drumherum werde ich nicht enttäuschen. Ich gebe mein Bestes und hoffe, dass ich es einigermaßen rüberkriege. Ich werde ja später mit den eigenen Tests, das heißt so das Programm testen, dann bestimmte Sachen probieren, werde ich ja alles selbstständig mal testen und mir ein eigenes Demo-Adventure erstellen und gucken, wie weit wir kommen. Ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Partypatrol. Bye bye.